So, hi, ich habe jetzt mal wieder ja, eine alte neue Videoidee. Und zwar ist das hier ein Remake von einem Video, was ich schon vor einer Weile aufgenommen habe. Und das ist brutal katastrophal geworden. Also wirklich, Moment, ich mache erstmal hier gut. Bei der DJI Osmo Action, die ich hier habe, wenn du die Außenkamera hier anmachst, dann ist es zeitverzögert. Das ist fucking irritierend. Also eine alte neue Videoidee, die ich jetzt nochmal remake, weil die letzte sehr, sehr, sehr schlimm geworden ist. Mücken gibt es ja auch eine Menge. Ich habe echt viele, viele einzelne Schnipsel von diesem Video gehabt, was ich da aufgenommen hatte, weil ich das in meiner Wohnung aufgenommen habe und da nicht wirklich im Flow mich gefühlt habe. Ich schneide das mal hier irgendwo rein und zeige dir euch ein paar Ausschnitte. Das war brutal, ungut. Und sehr anstrengend, das irgendwie zu bearbeiten. Nach ein paar Stunden habe ich dann gedacht, nee, fuck it, das lade ich nicht hoch. Worum es eigentlich geht. So, wir haben jetzt schon 1 Minute und 40 und ich habe noch nicht mal erwähnt, worum es überhaupt geht. Eine Idee, die ich aus einem Buch habe. Aus dem Buch The Big Five for Life. Ich versuche das mal einfach kurz zusammenzufassen. Es geht darum, dass am Anfang die beiden Hauptfiguren etabliert werden. Es gibt den Thomas und den Protagonisten. Die treffen sich am Anfang des Buches an einem Bahngleis und der Thomas fragt den Protagonisten des Buches, ob er denn einen schönen Museumstag gehabt hätte. Das ist die Idee davon, dass du jeden Tag, den du verbringst, auf welche Art und Weise auch immer, dass dieser Tag einen Bruchteil deines Lebensmuseums darstellt. Er beschreibt es so, dass jeder Tag, jede Aktivität, was du so tust, ein kleiner Anteil in deinem persönlichen Lebensmuseum darstellt. Am Ende deines Lebens wirst du Museumsführer in deinem persönlichen Lebensmuseum sein und zeigst da den Leuten dein Leben und hier, oh schön, haben sie mal Bild, da sind Bild und Video und Tonaufnahmen, alles Mögliche drin, alles dabei, was du in deinem Leben gemacht hast. Das können die Berufe sein, die du ausgeführt hast, das können die Leidenschaften sein, denen du nachgegangen bist, welchen Anteil, welchen Wert du auf Familie, Freunde gelegt hast, ob du eine gute Bindung zu deinen Kindern hattest, ob du Kinder hattest, die Beziehung zu deinen Eltern, was weiß ich, also alles Mögliche, ob du einen progressiven, positiven Ansatz gehabt hast und dachtest, jammern, oder ob du eher so der Jammerer warst und so negativ und nee, das schaffe ich nicht. Oh, das klappt doch bestimmt nicht und blablabla. Die ganzen Steine, die dir in den Weg gelegt wurden, die Herausforderungen deines Lebens gemeistert hast. Also all diese Sachen, die dein Leben so ausmachen, werden prozentual oder anteilig dem Gewicht, den sie in deinem Leben gehabt haben, in diesem Museum ausgestellt. Und deswegen finde ich die Frage, hast du einen schönen Museumstag gehabt oder hast du gerade einen schönen Museumstag, so beeindruckend oder wertvoll? Weil die sehr gut darlegt, ob der Tag, den du gerade verbracht hast oder verbringst, ein besonderer Ausdruck deines Lebensweges ist, ne? Oder ob du deine Zeit wirklich nur vertust oder auf Abweisen, auf Abwägen, abgleisen wegen dem Zug da hinten, auf Abwägen verbracht hast, ne? Ich finde den Gedanken mit dem Lebensmuseum voll kraftvoll. Und wenn du da auch mal so reingehst und dann nach dem Tod überlegst, aha, wie habe ich die Tage, wie habe ich die Jahre verbracht? Und mit dem Lebensjahr habe ich dann gemerkt, das kann so nicht weitergehen, ich muss irgendwie was tun, muss mich beruflich orientieren oder ich muss mich mal wieder selber finden. Jetzt treffe ich eine Entscheidung und, keine Ahnung, haue ein Jahr ab und gehe nach, keine Ahnung, in Himalaya, was weiß ich, dass da alles einfach zusammenkommt. Und dann gezeigt wird, ob dein Leben ein erfolgreiches Leben war für dich persönlich. Ich finde, das ist nochmal so, keine Ahnung, ein schöner Intro-Perspektive-Ansatz bei dem Ganzen dabei. Die Art und Weise, wie du gerade dein Leben verbringst, deinen Tag verbringst, ob das in die richtige Richtung geht, der Vision deines Lebens gerecht wird, ist dir halt einfach noch einen anderen, noch einen deutlich greifbareren Ansatz, irgendwie dich zu vergleichen und dich zu orientieren. Genau, das fand ich ganz geil. Das Buch würde ich voll empfehlen. Ich habe mich gefreut, dass du das Video angeschaut hast. Wenn du bis hierhin gekommen bist, dann würde mich es freuen, wenn du, ja genau, wenn du das Buch gelesen hast, kannst du mir erzählen, wie das so ist. Kannst du mir erzählen, ob du mein T-Shirt schick findest. Das ist eigentlich mein Schlaf-T-Shirt. Ich habe das aber vom Festival noch an. Aber es ist ganz flauschig und bequem. Ich fange jetzt auch erstmal wieder an, ein paar Videos aufzunehmen. Und das Schöne, dass man diese Übung einfach hat. Und ja, du machst ein paar Videos, sind halt brutal scheiße, aber mit der Zeit geht das so, ne? Und ich denke auch, es wäre sinnvoll, dann auf Englisch zu switchen irgendwann. Das wird dann auch mal die Kunst sein, dich in einer anderen Sprache dann so vernünftig auszudrücken, dass du dich wohlfühlst, alleine mit einer anderen Sprache zu reden. Das ist wieder voll off-topic. Aber vielleicht kennst du das, wenn du auf einem Festival im Ausland bist oder auch einfach im Ausland und dann mit Leuten ins Gespräch kommst, dass es sich total natürlich und total flüssig anfühlt, mit denen auf Englisch zu reden. Gar kein Problem, gar kein Thema. Aber alleine in der Kamera labern, das ist nochmal was anderes irgendwie, weil du nicht in diesem
Modus drin bist, dass wir gerade Englisch unterwegs sind. Ne? Aber anyway, das ist auch, hat gar nichts mit dem Video mehr zu tun eigentlich. Es wird auch langsam schon ein bisschen dunkel. Okay, das geht aber noch, man sieht noch was. Alles klar, ich wünsche dir einen schönen Museumstag, ne? Genau. Und mach's gut.